Hallo und herzlich willkommen zurück zu Peppers Puzzle. Heute werden wir uns normale Levels anschauen von dem Spiel selber und danach noch ein paar aus der Community. Classic Mode, 16 Kategorien, die sind nach verschiedenen Sachen sortiert. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz am Anfang an und wir angeln uns da ein bisschen durch. 5x5 sind noch einfach am Anfang. Ja, sie erzählt mir gerade noch, dass es hier noch Clues gibt, aber das sind eigentlich sowas von egal. Weil am Anfang geht es eigentlich noch. Da kann nichts sein, da muss es hier sein und hier sein, hier kann dann nichts mehr sein. Muss es hier und hier sein. Und da haben wir das erste Rätsel schon gelöst. Eine Musiknote. Und da haben wir dafür 3 Sterne bekommen. Sogar ein Achievement auch noch. Okay, jetzt wird es schon größer. Das sind hier 7. Also 5 müssen hier schon mal sein. Eine Pause und eine Note. Also eine Note, ein. Zack, schon mal. Also hier können es maximal 5. Nein, es kann in alle Richtungen sein. Hier können es 3 sein und die hier können es 3 sein. Das kann man nämlich noch machen. Da könnte noch jeweils 1 sein. M3 ist das gleiche. Hier muss es hier sein, weil es 2 sind. Können es 4 sein in beide Richtungen und hier sogar 6. Hier müssen es aber 5 sein in diesem Fall. Das heißt hier und hier. Dann hier 4. Zwei. 6, 4. Da haben wir es, ein Herz. War einfach. Einfacher als ich gedacht habe. 3, 3, 7. 7. 5 muss hier sein. Müssen die mindestens drin sein. Und da es hier so ist, heißt es, dass hier noch 6 nach oben sein müssen. Dann hier müssen es so 5 sein. Hier 2. Nein, 2 hier oder hier. Hier kann schon nochmal nichts sein. Hier kann nichts mehr sein. Muss ja nicht so sein. Creme Karamell. Schöne Pixelart. Boah. Jetzt übertreiben sie es langsam. 7. Jetzt übertreiben sie es gerade wirklich. 2. 1. 2. Oh. Das überrascht mich jetzt gerade. 4, hier kann nicht. Nein, Mist. Doch, hier kann nichts sein. Oder hier kann nichts sein. Hier müssen es 4 sein. Und hier müssen es auch 4 sein. Hier in der Mitte muss mindestens eines sein. Hier kann auf keines mehr sein. Hier muss es 1 sein, hier müssen es 5 sein. Dann sind es wahrscheinlich hier auch 5. Und hier ist es so 5. Da sind es 3.
Hier kann sicherlich mal nichts sein. Müssen 6 sein. Müssen jetzt hier 3, hier 3. Hier 3. 1 und 1, 2 und 2. Ja, da haben wir es. Eine Lampe. Beziehungsweise eine Glühlampe. Übertreibt es mal bitte nicht mit den vielen, vielen, vielen Zahlen. Eben, sobald man den Rand hat, ist es eigentlich schon nur noch halb so schwer. Es ist wirklich krass, wie viel einfacher es das Ganze macht. Falsch. So nämlich. Und da haben wir es auch. Das ist ein Fuchs. What does the fox say? Das waren jetzt genug Levels aus dem normalen Spiel. Gehen wir jetzt mal schnell zu den Community Levels. Ich habe noch kein einziges Puzzle gemacht, logischerweise. Noch keine Drafts gemacht von mir. Ich kann selber Puzzles machen und selber Levels aus dem, vor allem aus dem Workshop spielen. Dann habe ich mir gedacht, spielen wir ein paar Levels aus dem Workshop, immer wieder mal zwischendurch. Außer natürlich, ich finde das total langweilig. Wir fangen mit dem ganz kleinen an. Also bei den Very Small haben wir ein einziges, das heißt Maus. Hier nichts, hier nichts, hier nichts, hier nichts. Hier nichts. 2, 3, 2. Zwei, drei, vier, vier, vier. Zwei, zwei. Was hat das mit einer Maus zu tun? Das ist ein fucking Creeper. Small. Ach ja, cool. Genau, so werden nämlich, wenn man die Level gelöst hat, werden nämlich einem die Bilder angezeigt, dass man weiß, dass man das Level schon gelöst hat. GamerKit. Och, was ist ja ein Riesenrätsel. Es ist kompliziert, als es aussieht. Aber es macht... Irgendwie macht es Spaß und irgendwie ist es auch komisch, langsam und langweilig. Vor allem sicherlich zum Zuschauen. Dann werde ich mir wahrscheinlich nicht allzu viel davon zeigen. 4, 7, 8. Ich habe irgendwann einen Fehler gemacht. Eins, zwei, vier, zwei, acht. Ha, geht doch. Habe ich es auch noch retten können. Ein Gameboy vom GamerKit.
Ich glaube, das war jetzt genug Picross für das Video und vielleicht auch sogar für den Channel. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Zuschauen nicht das Allerspeziellste ist und vielleicht auch ein bisschen langweilig, darum habe ich die Parts jetzt eher kurz gehalten. Aber ehrlich gesagt gefällt mir die Picross-Mechanik extrem gut und deshalb habe ich ja auch schon einige Community-Maps erstellt. Wenn ich noch ein Video dazu machen werde, dann wird es wahrscheinlich um eigene Levels gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, ihr kein Interesse an Picross habt und ihr euch zu Tode gelangweilt habt, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Samuel out.